Der Titel des heutigen Seminars lautet: Ich will aufrichten meinen Bund zwischen mir und dir. Ja, die Leitverse sind Genesis Kapitel 17, Verse 7 bis 8. Lesen wir diese Verse gemeinsam. Bitte, und ich will aufrichten meinen Bund zwischen mir und dir und dein Nachkommen von Geschlecht zu Geschlecht, dass es ein ewiger Bund sei, sodass ich dein und deiner Nachkommen Gott bin. Und ich will dir und deinem ganzen dir das Land geben, darin du ein Fremdling bist, das ganze Land Kanaan zu ewigem Besitz und will ihr Gott sein. Dank und Preis sei Gott, dass er uns das GLE-Forum 2024 gegeben hat. Dadurch wurde uns offenbart, dass Jesus der Herrscher der Welt, der Richter und der Lenker der Geschichte ist. Er hat uns groß ermutigt, zu den wahren Überwindern zu gehören, die Krone des Lebens erfahren werden. Dank und Preis, dass er mir persönlich die Gnade geschenkt hat, heute nochmal das Bundesseminar weiterzugeben und die Gnade der Schließung des Bundes zu erneuern. Warum ist es wichtig, einen Bund mit Gott zu schließen? Was ist ein Bund? Ein Bund ist eine zeitlich unbegrenzte Beziehung, welche sich Loyalität bis zum Ende zusichert. Ein Beispiel dafür ist der Ehebund. Mann und Frau binden sich durch den Ehebund ein Leben lang einander, untrennbar, sodass sie ein Fleisch werden. Im Kern des Bundes stehen nicht die gegenseitigen Bedingungen, sondern die Entscheidung des Lebens und die Liebesbeziehung, auf deren Basis der Bund geschlossen wird. Der erste Bund ist von Gott ausgegangen. Aus seiner einseitigen Auserwählungs- und Errettungsgnade hat Gott die Entscheidung des Glaubens von Abraham und den Israeliten angenommen. Er hat mit ihnen seinen Bund geschlossen. Auf diese Weise wurden Abraham und die Israeliten zu seinem auserwählten Volk, nämlich Gott ist ihr Gott geworden. Gott wollte sie nicht nur von ihrem hoffnungslosen Leben oder von der Sklaverei der Sünde erretten. Er wollte sie auch als ein Segen, als Väter vieler Völker, als eine königliche Priesterschaft, als heiliges Volk und Volk des Eigentums aufstellen. Er wollte ihr persönlicher Gott sein und sie führen und segnen. Durch die Schließung des neuen Bundes wollte Gott ihnen das selige Leben durch die vollkommene Heiligung, Vergebung, Reinigung und Erlösung von der Macht der Sünde geben. Wer ist dieser Gott, der unbedingt einen Bund mit Abraham und seinem auserwählten Volk Israel schließen wollte? Er ist der wunderbare Gott der Liebe und der Gnade, der wunderbare Gott der Hoffnung und Vision. Gott hätte ein slawisches Volk, die Israeliten, in der Sklaverei der Sünde lassen können, ohne sich um sie zu kümmern. Sie waren sehr daran gewöhnt, ohne die Vision Gottes als Sklaven der Sünde zu leben. Aber Gott gedachte an seinen Bund mit Abraham. Er wollte sie unbedingt von der Sklaverei aus Ägypten erretten und gemäß seinem Bund zu einem Königreich von Priestern und zu einem heiligen Volk machen. Er wollte durch die Exodus-Geschichte zeigen, dass er seinen Bund hält und er der wahre, souveräne Herrscher der Welt ist. Er wollte durch sein auserwähltes Volk seine Herrlichkeit unter allen Völkern offenbaren. In der Bibel gibt es zwei Bundesschlüsse, die zwischen Gott und den Menschen geschlossen werden. Im ersten Bund geht es um die Beziehung zwischen Gott und den Israeliten. Dieser wurde durch die Gesetzgebung und deren Erfüllung gegeben. Im zweiten Bund geht es jedoch um die Bundesschließung zwischen Gott und den Menschen. Er wird aus dem Glauben an Jesus Christus und sein stellvertretendes Opfer am Kreuz geschlossen. Heute möchten wir anhand der induktiven Bibelstudienmethode die Bundesschlüsse zwischen Gott und den Menschen kennenlernen. Lasst uns den Bund mit Gott schließen und mit klarer Identität als Gottes auserwähltes Volk leben. Wir dürfen unsere Liebesbeziehung zu dem Gott des Bundes immer tiefergehender entwickeln. So können wir in seinem Heilswerk heilige Stümpfe sein, die wahre Seligkeit haben und die ewige Gemeinschaft mit Gott haben werden. Teil 1, der erste Bund. Die Gerechtigkeit durch das Gesetz und dessen Erfüllung.
Lesen wir Exodus 19, 5 und 6 gemeinsam. Bitte, werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Israeliten sagen sollst. Die Israeliten lebten 400 Jahre lang unter der Herrschaft der Ägypter in der Sklaverei. Sie waren zu einem hoffnungslosen Volk mit einer starken sklavischen Mentalität geworden. Durch seine unverdiente Güte und Gnade wollte der Gott der Treue sie jedoch von der Sklaverei erretten. Seine Vision war es, dass das hoffnungslose Volk zu einem heiligen Volk, zu einer königlichen Priesternation verändert wird und zu offenbaren, dass er der Herr der Welt ist. Mit 10 Plagen befreite er die Israeliten aus der Sklaverei in Ägypten. Durch seine Feuer- und Wolkensäule führte er sie bis zum Berg Sinai. Dort schloss er mit ihnen den Bund durch die Gesetzgebung, dass er seine Verheißung und seinen Ratschluss für sein auserwähltes Volk Israel erfüllen wollte. Wie sah nun dieser erste Bund Gottes mit den Israeliten konkret aus? Zuallererst gab Gott den Israeliten die Bundesbedingungen. Es waren die von Gott inspirierten Gesetze. Sie enthielten eine lange Liste von Ordnungen, Satzungen und Gebote, an die sich die Israeliten absolut halten sollten. Eine zentrale Stellung nehmen dabei die 10 Gebote ein, welche Gott den Israeliten auf Steintafeln anvertraute. Sie regelten die grundlegende Beziehung zwischen Gott, den Menschen und auch zwischen den Menschen selbst. Gott gab den Israeliten sehr detaillierte Anweisungen, wie sie die Vergebung empfangen und ihre zerbrochene Beziehung mit Gott wiederhergestellt bekommen durften. Nämlich durch das Brandopfer, das Speisopfer, das Dankopfer, das Sündopfer und das Schuldopfer. Beim Brandopfer wurde ein männliches und fehlerloses Opfertier auf dem Altar ganz verbrannt zum lieblichen Geruch für den Herrn. Beim Speisopfer konnte der Opfernde feinstes Mehl, Öl und Weihrauch zu Gott bringen und es zur Anbetung Gottes hingeben. Beim Dankopfer wurde nur das Fett des Opfertieres Gott dargebracht. Alles andere durfte der Priester, die Opfernde und seine Nächsten essen. Das Sündopfer musste dargebracht werden, falls die Israeliten gegen ein Gebot des Herrn verstoßen hatten. Der Sünder sollte sein Tier für die Tür der Stiftshütte bringen und es auf dem Brandopferaltar schlachten. Der Priester sollte dann das Blut an den Brandopferaltar und den Vorhang im Allerheiligsten sprengen, dass der Sünder dadurch Vergebung erlangen konnte. Das Schuldopfer schließlich fordert bei einem widerrechtlichen Vergehen gegenüber Gott oder den Menschen eine komplette Rückerstattung, eine Sühnegabe von 20% und die Darbringung eines Widders zur Aussöhnung. Die Opferrituale wurden durch die Priester durchgeführt. Sie waren Nachkommen Aarons, die von Gott zum Priesterdienst berufen waren. Als Priester durften sie ein geheiligtes Leben für Gott führen, denn Gott hatte sie dazu berufen, die Gaben und Opfer der Israeliten für die Aussöhnung darzubringen. Sie durften dem Volk Israel helfen, ein heiliges Leben zu führen, indem sie Reinheit und Heiligkeit vor Gott beurteilten. Zudem sollten die Priester den Israeliten alle Gesetze und Gebote Gottes lehren. Sie nahmen eine sehr wichtige Rolle ein, damit die Israeliten praktisch als das Volk Gottes und eine königliche Priesterschaft gebraucht werden durfte. Gott hatte den Israeliten genaue Anweisungen für den Bau der Stiftshütte gegeben. An diesem Ort brachten die Israeliten ihre Opfer dar. Vor der Stiftshütte wurden zudem viele weitere wichtige Rituale und Zeremonien durchgeführt, wie zum Beispiel die Einsetzung der Priester. Schließlich durfte einmal im Jahr am Versöhnungstag der Hohepriester mit dem Blut der eigenen Sündopfer und dem Blut der Sündopfer des Volkes das Allerheiligste betreten. Dort sprengte er das Blut 7-mal an den Gnadenthron, um sich, das Volk und das Heiligtum vor Gott zu reinigen und von den Sünden auszulösen.
Was bedeutet der erste Bund nun für die Israeliten? Gott wollte sie zu einem heiligen Volk und zu einer königlichen Priesterschaft aufstellen. Er gab ihnen deshalb die Gesetze und Gebote. Diese waren der beste Segen für die Israeliten, das slawische Volk, da sie nicht wussten, wie sie als Gottesvolk leben konnten. Es war die Richtlinie für die Israeliten, ein gottesfürchtiges Leben in Gehorsam gegenüber Gott zu führen. Wegen der gefallenen Natur der Menschen sündigten die Israeliten jedoch immer wieder durch ihren Ungehorsam gegen Gott. Sünde gegen Gott ist keine harmlose Angelegenheit, sondern zieht immer den Tod als Folge nach sich. Die Israeliten konnten jedoch ohne zu sterben die Erlösung empfangen, denn Tiere vergossen ihr Blut an ihrer Stelle und starben. Durch das Tieropfer konnten sie ihre Beziehung zu Gott wiederherstellen und Vergebung vor Gott erlangen. Beim Brandopfer brachten die Israeliten ihre männlichen und fehlerlosen Tiere zu Gott, für die auf Viehzucht damals angewiesenen Israeliten ihr kostbarster Besitz. Indem sie es ganz Gott hingaben, durften sie ihre Dankbarkeit und Hingabe zu Gott zum Ausdruck bringen. Beim Speisopfer brachten die Israeliten feingeriebenes Mehl, Öl und Weihrauch vor Gott, welche viel Arbeit und Aufwand für den Herstellungsprozess benötigten. Durch das Speisopfer lernten sie deshalb, ihre Opfer für die Anbetung Gottes mit großer Mühe und Sorgfalt vorzubereiten. Beim Dankopfer wurden von dem Opfertier, das Fett des Tieres, das Beste Gott dargebracht. Der Rest wurde mit den Freunden, Nächsten und Priestern geteilt. Durch diese Opfer konnten die Israeliten deshalb ihre Beziehung zu Gott und zu den Menschen erneuern und verbessern. Beim Sünd- und Schuldopfer schließlich brachten die Israeliten ihre Opfer vor Gott, legten ihre Hand auf den Kopf des Tieres und bekannten ihre Sünden, sodass diese Sünden auf das Tier gelegt wurde. Dann wurde es vor Gott geschlachtet und sein Blut wurde für die Israeliten vergossen. So durften sie die Vergebung vor Gott empfangen. Die Priester sind die Auserwählten Gottes und Mittler zwischen Gott und den Menschen. Sie tragen eine große geistliche Verantwortung für die Israeliten. Denn sie hatten die Aufgabe, ihrem Volk zu helfen, im Bund mit Gott und seinem Wort zu bleiben. Einerseits waren sie verantwortlich für die Opfer, um die Vergebung der Israeliten zu erlangen. Andererseits waren sie die Lehrer Israels für die Anweisung Gottes. Sie mussten gute Vorbilder für die Israeliten bleiben, Gottes Worten zu gehorchen. Sie standen Gott näher als die normalen Israeliten, da sie in das Heiligtum und sogar in das Allerheiligste hineingehen durften, um dort Opfer zu vollbringen. Deshalb durften sie ein noch geheiligteres Leben führen als die Israeliten. Sie durften demütig und bewusst vor Gott kommen und ihre Aufgaben erfüllen, da sie sonst sterben mussten. Gott hatte den Israeliten seine Stiftshütte anvertraut, damit sie dort zu ihm kommen konnten. Über dem Gnadenthron erschien Gott den Israeliten und segnete sie mit seiner Anwesenheit. Dieser Gnadenthron stand im Allerheiligsten, getrennt vom Heiligsten durch einen Vorhang. Dieser Vorhang ist ein Symbol der Trennung zwischen Gott und den Menschen wegen der Sündhaftigkeit der Israeliten. Nur für den großen Versöhnungstag durfte der Hohepriester durften die Israeliten durch den Hohenpriester durch den Vorhang sich Gott nahen und Sühnung von den Sünden erfahren. Welche praktische Konsequenz ergibt sich nun für die Israeliten? Die Israeliten hatten am Berg Sinai eine klare Entscheidung zu treffen, nicht wie alle anderen Völker zu leben. Sie entschieden, sich dem heiligen und reinen Gott unterzuordnen und alle seine Gebote und Gesetze zu halten. So konnten sie mit der klaren Identität als Gottes königliche Priester und als heiliges Volk leben. Dies fing schon bei den grundlegendsten Dingen an. Beim Essen durften die Israeliten unterscheiden zwischen reinen und unreinen Tieren. Sie durften alle Unreinheit und Götzendienst aus ihrer Mitte entfernen und ihren Zehnten und die Erstgeburt Gott ganz weihen. Sie durften die Festzeiten Gottes einhalten, vor allem den Sabbat,
und einander als Volk Gottes begegnen. Schließlich durften sie sich immer an das Gesetz Gottes erinnern. Das Gesetz Gottes war für sie die Richtschnur der Erkenntnis und der wahren Weisheit. Sie durften jederzeit beim Sitzen, Aufstehen, beim Gehen und Stehen sich daran erinnern und es ihren Kindern schon von Jugend an einschärfen. Täglich und jährlich durften die Israeliten ihren Bund mit Gott erneuern und immer wieder eine neue Entscheidung treffen, als das Volk Gottes zu leben. Durch das komplexe Opfersystem durften die Israeliten immer wieder erkennen, dass sie vor Gott unwürdigste Sünder waren. Aus eigener Kraft konnten sie trotz allem guten Willen weder Gottes Gerechtigkeit noch Vergebung erlangen. Allein Gottes Gnade und Liebe ist es, dass sie Vergebung empfangen und dass die königlichen Priesterschaft und das heilige Volk für immer vor ihm leben durften. Gottes Liebe und Treue ist es, dass er sie nie aufgab, obwohl sie immer wieder von seinem Bund abfielen. Er züchtigte sie und gab ihnen langmütig die Zeit und die Gelegenheit der Buße und Umkehr durch die babylonische Gefangenschaft. Schließlich gedachte Gott an seinen Bund mit Abraham und den Israeliten und erweckte die heiligen Stümpfe. Daniel, Zerubabel, Esra, Esther und Nehemia. Gott wollte durch diese heiligen Stümpfe einen Neuanfang machen und die Israeliten als sein Volk und als königliche Priester wieder aufstellen.